Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dailand. Beim letzten Mal, ja, haben wir ein bisschen zu kämpfen gehabt mit den Piraten. Und jetzt haben wir einen Besucher. Wir haben einen Besucher. Nein! Ich war zu spät. Ab in die Mine? Ab in die Mine? Warum ab in die Mine? Halt, und erstmal was essen. Lebensmittel 75%, Leute. Eintopf 80%. So, warte mal, wir müssen ja hier lang dann. Warum soll ich denn ab in die Mine? Ab in die Mine? Warum soll ich denn ab in die Mine? Oh. Ich die da abbauen kann, okay. Ja, gut. Ja, warum nicht? So. Eine Nutzpflanze ist fertig. Und hier kommt ein Meteorit runter und da noch einer. Und das nächste Mal, wenn ich wieder ein Hühnchen erwische, wäre cool. Wieder Samen aus einem anderen Universum. So, halt, da geht's doch Richtung Heimat. War ich doch richtig. So, ernten. Und wieder sehen, weil, ja, brauchen wir. Oh, Mun. Mun ist auch wieder da. So. Halt, ich wollte Stroh herstellen. Akzeptieren. Mun! Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Okay, gut, aber ich habe ja noch was hier zu erledigen. Oh, mir fehlt erst noch hier Sprit. Werkstatt. Alkohol. Wie stelle ich Alkohol her? Okay, das kann ich herstellen ohne Probleme. Puh, ich wollte schon sagen, ey. Geht aber gar nicht. Akzeptieren. Wir müssen ja den Diamanten hinbringen. Der weise Nidavi hat einen Brieftauber geschickt. Er hat mich gebeten, Ankhbeeren zu bringen, die er als Gabe für die Pilgerreise zum Lebenstempel. Aber ich muss auf eine neue Lieferung warten und kann nicht weg. Kannst du die Beeren für mich mitnehmen? Okay. Klar kann ich das machen. Halt. Ich glaube, der Hammer war stärker. Das ist schon der ultimative Hammer. Danke. So, Schleim nehmen wir immer mit. Ne, ich glaube, die Axt macht doch mehr Schaden. Aber noch wichtig, das mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Und wir mussten ja eh zum Tempel. Von dem her passt das ja. Einmal zum Tempel gehen, noch die Pilze zwischendurch einsammeln. So, der ist auch erledigt. So. Wunderbar. So muss das. Genau so und nicht anders. Schade, dass er nicht mehr draußen steht. Ich fand das viel schöner, als er draußen stand. Ich bringe die Diamant, weißer Nidavi. Möge das Eis dir lauschen und seinen Tempel dich beherbergen. Nidavi,
Wir bringen Ihnen die Ankbären für Ihre Reise. Vielen Dank, gerade noch rechtzeitig. 3 Bären reichen, den Rest kannst du behalten. Akku, versuch sie auf dein Land anzupflanzen. Vielleicht schlagen die Samen in der Erde deines Planeten Wurzeln. Gute Idee, Mun. Ndavi, wir bringen Ihnen Ankbären für Ihre Reise. Okay. Um deine Beziehung mit dem Eis zu stärken, musst du es erst bändigen. Heute musst du Eiswesen aufsuchen und sie besiegen. Mun kann dir im Notfall helfen. Sie hat diese Prüfung bereits bestanden. Los geht's, Akku. Besiege 3 Eiswesen. Sollte ja kein Ding sein. Dann haben wir hier einige Eiswesen. Da hinten haben wir zum Beispiel einen. Sofern das halt ein Eiswesen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es so eins ist. Zählt das denn als Eiswesen? Ja, das zählt als Eiswesen, okay. Hast du noch irgendwas an Aufgaben? Was ist das für ein Baum da draußen? Ich kenne ihn nicht. Es ist ein Ancora-Pappel. Es gibt nicht viele in dieser Gegend. Nein, diese Spezies schlägt nie auf jedem Land Wurzeln. Als ich ihn fand, beschloss ich, mein Lager hier aufzuschlagen. Die Früchte sind essbar. Ich habe versucht, neue Bäume anzupflanzen, aber die Samen keimen nicht in den gefrorenen Erde. Warum nimmst du sie nicht ein paar Früchte mit und pflanzt sie an deinem wärmeren Ort an? Es gibt nicht mehr viele Pappeln auf diesem Planeten und es wäre schade, wenn sie aussterben. Okay, also wir haben auch noch Pappeln jetzt bekommen. Langsam wird es hier ein bisschen viel, was man alles pflanzen kann. Aber ja. Scheinbar haben wir auch eine unendliche Tasche, also von dem her, ich sollte eigentlich zufrieden sein. Wow, voll daneben gezielt. So, wir gucken mal, wo wir hier vielleicht noch Gegner finden. Einer fehlt uns ja noch. Zählst du auch als Eismonster? Ich weiß es nicht. So ein Kanickel? Nein, ein Kanickel zählt nicht als Eismonster. Wir suchen noch ein Eismonster. Wenn ich ganz, ganz, ganz viel Pech habe, finde ich keins mehr. Da ist noch ein Chamäleon. Ich glaube, das zählt auch nicht. Nein. Weil, ist ja Chamäleon. Ist ja nicht Eismonster, ne? Oh, Mann. Das ist natürlich dann ungünstig. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre hinter dem einen Berg hier entlang und hoffen, dass ich da noch ein Eismonster finde, aber ich glaube nicht mehr dran. Nee. Ich glaube, so viel Glück werde ich nicht haben. Nö, da ist kein Eismonster. Wir haben alle Monster vernichtet. Hat sie sonst noch eine Aufgabe für uns oder so? Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet? Was? Achso. Ach, schade. Muss ich extra wieder zurück? Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss erst diese 2 Aufgaben erfüllen. Okay. Ja, sie haut ab, war klar. So, da haben wir die Pappel.
nicht die richtige Jahreszeit und Herbst und Winter. Darf ich auch nicht mehr. Sind wir schon im Sommer? Ernsthaft? Oh ja, wir sind im Sommer. Im Sommer darf ich doch, genau, Baumwolle wieder pflanzen. Ich könnte ruhig ein paar mehr Felder gebrauchen. Nur so nebenbei bemerkt. Halt Ausdauer auftanken. So. Gegner sind in der Nähe. Und weg, danke. Nein, die sind verschwunden. Hat er sich jetzt wieder beruhigt? Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Für etwas Metall transportiere ich sie in mein Raumschiff. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, kaufen kann man bei dir aber trotzdem was, ne? Okay, aber erstmal möchte ich ja bei dir verkaufen. Oh, Gold nimmt da ganz schön viel für. Und für die Pizza auch. Da, Steine. So. Erstmal wieder Steine loswerden. Das ist das, was ich nämlich am meisten habe. Kann ich noch irgendwas verkaufen, was viel Geld gibt? Das ist schon krass, ne? Das möchte ich ja mal ganz kurz anmerken, ne? Gut, Silber habe ich jetzt noch nicht so viele. Davon habe ich erst... Ah, nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Aber hey, wir können wieder in die Mine. Und das ist verdammt viel wert, wenn wir in die Mine können. Denn ich glaube, wir sollen bewusst in die Mine gehen. Und das jedes Mal füllen. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wieso nicht? Wieso lässt er mich jetzt nicht in die Mine? Oh. Goliath, der berühmte Weltraumpirat. Im Namen der Sternpatrouille, du bist verhaftet. Ja, wer will mich verhaften? Du? Du wirst schon sehen. Aufhören, es reicht. Ich muss los. Mist. Die Sternpatrouille hat mich mit der Untersuchung beauftragt. Es gab eine Reihe von Diebstählen auf Planeten in diesem Quadranten. An allen Orten wurde Katzenfell gefunden. Weißt du etwas darüber, Arco? Eine Freundin von mir ist eine Katzenmädchen. Vielleicht weiß sie etwas. Oh, bitte frag sie. Ich habe eine Katzenhaarallergie, also kann ich nicht zu nahe kommen. Sprich mit Yuki über die Diebstähle. So, darf ich jetzt in die Mine, nachdem er weg ist? Ja, jetzt darf ich rein. Ist ein Witz, oder? Naja, egal. So, mache ich da Feuer. So, und hol mir wieder ein paar Erze. Oh, schon wieder ist der Wagen voll. Es ist so... Ja. Eine Nutzpflanze ist wieder fertig. Ah, das sind natürlich dann halt Sachen, wo ich mich auch drum kümmern muss, ne? Wenn das alles fertig ist. Weil ich brauche das ja. So, sie fliegt weg. Wir haben wieder Milch. Werkstatt. Wir brauchen einmal wieder Strom.
So, dann kann ich herstellen in der Werkstatt wieder Goldbarren. 3 Stück darf ich herstellen, wunderbar. Und davon darf ich herstellen. Okay. 7 Stück. Ist ja etwas, ne? Haben ist immer besser als brauchen. An denen ist nichts gewachsen. An dem ist was gewachsen. Komm her. So, dann mal die Bäumchen kontrollieren. Da ist wieder was. Da auch. Und das produziert Energie, aber wofür Energie? Ich glaube, das wurde nicht so erklärt. Oder es wurde erklärt und ich habe es mal wieder nicht mitbekommen. Jetzt ernsthaft, ich komme da nicht ran. Nein, er hat den Brunnen abgebaut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Es ist doch zum... Echt ärgerlich, dass er jetzt den Brunnen abgebaut hat. Oh, ein Pilzmonster. So, Pilzmonster Nummer 1. Das nehme ich natürlich hier alles noch mit. Das ist ein Pilzmonster Nummer 2. Hä? Renne ich jetzt hier einmal außen rum oder was? So. Ich will einen großen Brunnen bauen. Oh, dafür brauche ich sogar noch ein Seil. Ach. Mist, ich brauche dafür ja 3 jeweils, ne? So. So, dann lassen wir den da erstmal landen und dann bauen wir mal einen großen Brunnen. Das ist ein neues Rezept, Eimer. Oh, Bomb ist wieder da. Mein Essen wurde gestohlen, wieso? Bomb, Bomb. Hallo, Herr Locke, konntest du die Bewohner von Mio retten? Ja, zum Glück. Sind wir Magier gerade noch rechtzeitig gekommen und konnten viele Leben retten. So etwas gab es seit vielen Jahren nicht. Wir leben in Zeiten des Friedens. Wie konnte das passieren? Die Sternpatrouille ermittelt. Alles deutet auf einen magischen Angriff hin. Die Katzenkinder erlitten Vergiftung und Lähmungen. Die Angreifer suchten nach etwas. Mio ist ein Versteckplanet, auf dem Katzenkinder alles aufbewahren. Was? Wer sind die Katzenkinder? Eine hybride Spezies, eine Minderheit, menschliche Kinder, mit Katzen gehen. Sie sind listig und unauffällig. Sie schleichen sich in Handelsschiffe und stehlen aus unseren Lagerhäusern. Piraten suchen sie oft über ihre Besatzung und schicken sie los, Raubüberfälle und Verbrechen zu begehen. Aber es sind immer noch Kinder. Warum gibt es keine erwachsenen Katzenmenschen? Nein, sie haben nur ein kurzes Leben. Die meisten werden nicht mehr als 15 Jahre alt. Wenn du sie irgendwann antriffst, solltest du der Patrouille Bescheid sagen. Die meisten von ihnen sind harmlos, aber man kann ihnen nicht trauen. Okay, ich werde es mir merken. Ach übrigens, ich habe eine weitere Seite der Geschichte auf Mio gefunden. Hier. Kannst du die Geschichte mit den fehlenden Seiten vervollständigen? Okay. Warte mal, ist das jetzt eine Aufgabe? Nö. So, kaufen. Bei dem darf man doch... Oh, bei dem darf man auch die kaufen. Okay. Aber wenn, dann will ich da Metall kaufen. Ja, komm, Baumwolle nehmen wir auch schon mal mit. Ah, die kostet...
kosten 12, aber egal. So. Zwei Nutzpflanzen sind bereit und ich darf einen Eimer bauen, habe ich gesehen. Eimer der Stufe 2. Oh, habe ich sogar alles da? Okay. Ein schöner Zufall. Was auch immer der Eimer der Stufe 2 bringt, aber wir haben einen. Vielleicht, dass es noch mehr wächst, noch schneller wächst. Keine Ahnung. Weiter Weizen. Ich brauche in Massen Weizen, Weizen, Weizen. Gut. Locke ist weg. Und wir müssen wieder in die Mine. Von dem her würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohotrein. Tschüss.